Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir befinden uns wieder mal im Nora-Gebiet. Okay, ich glaube, wir waren noch in der letzten Folge im Nora-Gebiet, aber diesmal sind wir wirklich tief drin im Nora-Gebiet. Ich bin nämlich ein bisschen rumgelaufen und habe so gedacht, eigentlich gibt es ja noch ziemlich viele Sachen, die wir noch nicht abgeschlossen haben, die wir damals einfach entweder ausgelassen oder übersehen haben. Hier, verdorbene Zone, Stufe 15. Da jage ich ein... Ach, Update! Mass Effect Andromeda, geil! Da gibt es eine Verdoppelung mit Stufe 15. Da jage ich einen Zersprengerpfeil rein und das Teil ist down. Stufe 15. Warum war das damals übersehen? Komm, ey, der Körper. Das war kein Körper, ey, Leute. Das war erbärmlich. Erbärmlich, ey, Leute. Okay, ich habe die Brotkrümel-Navigation ein. Das ist nicht ganz das Schlauste. Aber egal, ich sehe es ja oben auch im Hub, wo die verdorbene Zone ist. Deswegen gehen wir mal ganz schön querfeldein. Denn, ey, Leute, du kommst hier doch hoch, oder? Ey, Leute. Hallo. Nicht tauchen. Aloy, hoch. Nicht ersticken. Hallo. Aloy. Verarschen, Aloy. Komm jetzt hier hoch, bitte. Dankeschön. Dankeschön, mein liebes Mädel. So. Denn wenn man der Brotkrümel-Navigationsspur folgt, so wie Hänsel und Gretel und so weiter, ne, ihr kennt die Märchen, dann hat man da diesen riesigen Bogen um den Berg. Und da ich keine Lust habe, diesen ganzen Weg auf mich zu nehmen, da ich Survivor bin, werden wir auch diesen Weg hier mitten durch die Pampa gehen. Denn... Warum nicht? Wir können es ja. Ich meine, dieses Spiel lädt ja dazu ein bisschen, die Umgebung zu erforschen und so weiter. Was haben wir denn hier? Das sind... Geil. Natürlich. Plünderer. Heftig. Also, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Also, das wird wahrscheinlich knapp. Warte. Doch, aber der Plünderer. Ja, das ist schon... Könnte heikel werden. So. Lebt noch jemand? Das war's? Komm, geh weg mit deiner Verderbnis. Okay. Es hat doch mehr Aufwand als einen Zerspringerpfeil gebraucht, aber ich sag mal, 10 solche verstärkten Pfeile sind jetzt auch nicht gerade der Aufwand, den man für eine verdorbene Zone eigentlich einberechnet, oder? Also wir sind auch gut, das muss man natürlich auch rechnen. Aber was ist hier eigentlich der Fall gerade? Was ist das hier denn? Das ist doch sicher irgendwas Geiles hier. Hey, siehst du mal da. Toll. Leute, wer will ein Let's Read haben? Da kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn wir uns die Texte, die ganzen aus dem Spiel mal durchlesen wollen. Ich glaube, weil ziemlich viele von euch werden sich denken, ach Rayon, komm, lass die Scheiße. Nee, ich schlag's euch vor, wie ihr es wollt, machen wir das. So. Da steht das nächstes auf der Agenda. Zeug einsammeln steht auf der Agenda. Denn ich habe einen ziemlichen Engpass an Kühlsaft. Bei denen kriege ich zwar keinen Kühlsaft, aber egal. So, hier wird's ein... Panorama geben. Panorama will ich schon mitnehmen. Ich meine, die ganzen Metallgefäße und so weiter und die Metallblumen und so, die sind eigentlich ziemlich schnuppe, weil das sind nur Sammlungs-Items und so weiter, ne? Die bringen uns nicht wirklich was. Warum ist hier eigentlich gar nichts? Ist hier nur Berg oder was? Hier ist gar nichts. Gar nichts. Hm. Egal. Aber die Panoramen will ich doch mitnehmen, weil die doch ein bisschen von der Geschichte hergeben, was sehr geil ist. Das will ich uns natürlich nicht vorenthalten. Denn, wer es nicht weiß, okay, ihr seht es auch egal. Wieso soll ich euch die Panoramen erklären? Ihr seht es gleich da vorne. Wahrscheinlich ist es gleich da am Hügel, weil es einer der ersten Panoramen. Arschen. Wo willst du denn gerade hin mit mir? Okay, ich gucke auf die Karte. Hey, wir sind doch hier. Irgendwo hier sollte es sein. Wahrscheinlich da oben. Ja, siehst du da oben. Was zeigst du mir denn an? Ich glaube, der zeigt mir einfach nur den Mittelpunkt dieses Kreises, dieses möglichen Radiuses ein. So, hier kommen wir hoch wahrscheinlich. Ja, natürlich, easy. So, Panorama, was gibt's denn hier Schönes? Denn diese Panoramen zeigen uns quasi die Landschaft hier, wie sie zu unserer Zeit ist, gewesen ist. Apokaschitz Dontour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent, hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene über die Ära der menschlichen Luftmacht.
Hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. Das ist schon krass. So hat es wirklich zu unserer Zeit ausgesehen, vor hunderten von Jahren. Sah dieser Planet so aus, richtig schön kultiviert. Mit einer geradlinigen Wiese, mit einer Ebene. Das Haus hier, warte mal, ich mach das mal weg. Und jetzt sieht das so aus. Das ist ein krasser Unterschied, aber man merkt schon, dass es damals mal so ausgesehen hat. Das merkt man schon. Geil. Okay. Das wird zu schwer. Ach komm, die mit ihren Fallen. Wer kämpft heutzutage eigentlich noch mit Fallen, wenn man Pfeil und Speere hat? Die Leute, die keinen Skill haben. Jetzt habe ich so viele YouTuber gerade gedisst. Aber egal, Leute. So, wir gehen ja mal zu dieser Quest da vorne. Was ist das überhaupt für eine Quest, die uns gerade angezeigt hat? Ist die weit weg? Ja, etwas. Was ist ein Jagdgebiet, ne? Jagdgebiete will ich extra gesondert machen. In ein paar Special-Folgen. Das ist das alte Waffenlager. Yep. Da ist ja auch noch was offen. Das alte Waffenlager. Das können wir in der nächsten Folge angehen. Sonst mal in die Comments, wenn ihr Bock habt, dass wir das in der nächsten Folge angehen. Okay, dann gehen wir hier hin. Ziemlich langer Weg, aber das sollten wir hinkriegen. Wir können auch mal ein bisschen die Landschaft erkunden und so weiter. Ich meine, die Landschaft ist ja eigentlich so, auch so schön modelliert. Das ist einfach nur ein Hommage. Das ist einfach nur beautiful. Besonders hier im Nora-Gebiet. Im Nora-Gebiet ist es sowieso richtig schön. Obwohl ich vom Volk her die Kaja wesentlich sympathischer finde. Also ich mag dieses ägyptische Volk mit Sonnenkönig Awad, mit dem Sohn Itamen, mit den ganzen anderen Dullis, mit Erend, mit den ganzen... Ah, das finde ich einfach schön. Ich mag die Kaja viel lieber als die Nora. Die Nora sind mir so... Die sind mir immer schön. Der Gegner hat mich im Visier. Ehrlich? Alter, ich schwenk immer so schön ab. Und Alter, wie ich die One-Shot mache. Schon leicht krass, ne? Treppe weg da. Gerade eine komplette Herde hier ausgelöscht, die wir das bewachen sollen. Ist das eigentlich klar, mein kleiner Wichser? Nein, pfui. So. Geben Sie den Kühlsaft. Ich glaube, die geben Lohe, ne? Das sind Lohe, ja, Behälter, ne? Leider. Ja. Ist okay. Ist okay, ja. Nehmen trotzdem alles mit. Das kann man gut für die Munitionsherstellung brauchen. Ui, das ist natürlich auch geil. Gönn dir, Ele. So, dann folgen wir dem Pfad des Verderbens. Also, hier im Nora-Gebiet ist es richtig geil. Ah, schön. Ich fühle mich wirklich wie der Boss, wie der Gott, weil nichts einem etwas anhaben kann. Das ist so krass. Ich meine, was wollten die Plünderer und die Wächter und die Läufer hier? Gar nichts. Sie können uns nichts entgegensetzen. Wir haben Läufer One-Hit gemacht. One-Hit. Stellt euch das vor. Damals. Okay, wir haben trotzdem damals auch nur 2 Schüsse gebraucht. Aber trotzdem. Das ist krass. Was ist hier eigentlich? Ein Händler. Hi. Ich will immer noch die hier. Ne, die hier will ich haben. Die Nora-Überlebende. Ich will auch eine Nora-Rüstung haben. Ich will für jeden Volk eine Rüstung haben. Oh Mann. Osterram fehlt uns aber auch noch. Ich bin jetzt 2 Wächterherzen. Sollen wir mal sammeln. Wenn wir Wächter sehen, angreifen. Wieso Black Screen? Okay, danke. Sehr nett von dir. So, speichern wir mal. Wenn wir schon da sind, das Lagerfeuer, dann können wir uns auch mal ein bisschen am Lagerfeuer entspannen. Und danach einfach mal hier runterrutschen. Ne? Just for fun. Wir können es ja. Hey, sehe ich da Wächter? Ich sehe da Wächter. Ach, meine alten Freunde. Herr Wächter, Sie haben zu tun. Herr Wächter, ich rotte gerade Ihre Herde aus. Alter, der mich abgeblockt hat. Ich habe nicht mehr erwischt, okay.
Ich bin eigentlich wegen euch hier. Nein, pfui. So, erster down. Pfui. So, ich brauche Herzen, Leute. Ich will euer Herz haben. Ich will kein Zombie, ich will kein Gehirn, ich will euer Herz. Welches Geschöpf der Nacht isst nochmal Herzen? Vampire? Nee, Vampire trinken Blut. Welches Monster isst nochmal Herzen? Da gab's irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Komm, wir brauchen das grüne Zeug, Mann. Ich brauche nur eure Herzen. Ist das denn so schwer? Oh Mann, Verwächterherzen. Zwei Stück nämlich. Das ist eigentlich heilendes Zeug, was ich gerne mitnehmen würde. Der Schmerz lässt bereits nach. Ach, der Schmerz. Ey, Leute, wir haben schon ganz andere Schmerzen verstanden. Ach, noch ein Händler. Hi. Wie geht's dir so? Hast du vielleicht auch was anderes im Angebot? Nee, ne? Ich guck jeden Händler durch, ob noch irgendwas Besonderes hat, aber es gibt niemanden. Mann. So, wir gehen weiter Richtung unserer Quest. Und gucken mal, was uns da auf dem Weg so erwartet. Das ganze heilende Zeug könnten wir eigentlich mal mitnehmen, ne? Dass wir uns mal einen Beutel mal voll kriegen. Ich glaube, nichts hier im Nora-Gebiet könnte uns wirklich ernsthaft Schaden machen, dass wir hier Gefahr laufen, irgendwie zu sterben, aber... Man kann ja vorbeugen, oder? Vielleicht kommt ja doch noch irgendwas. Geil, eine Feuerbrennwurst, die wir wieder schön verkaufen können, weil wir das ewig lang nicht brauchen. Weil wir keine Tränke herstellen. Wenn Tränke, dann kaufen. Da drin sind wir schon. 340 Meter. Ich hasse diese Brotkrümel-Navigation, hab ich das schon mal erwähnt? Ja, hasse ich. Oh Mann. Ey, da kommst du hoch, hab ich gehört, ne? Ja, danke. Was ist da Phase? Rechter Phase. Der hat kein Herz, der hat nur Scherben. Was ist denn das hier? Das ist... Zeigst du mir auch an, was das ist? Vor uns ist kein Dorf. Und uns wird eine Siedlung angezeigt. Okay, ist egal. Heilung. Dankeschön. Nehme ich immer wieder gerne mit. Ein Beutel haben wir nämlich schon voll. Das ist sehr gut. Erfüllt mich mit Freude. Darf ich den hier auch hoch? Danke sehr. Ach. Mein alter Gerner. Guck mal her. Leckel bitte. Es ist zu einfach hier. Da drüben wird auch nichts von mitbekommen. Ach ja, entdeckt. Von wem denn? Ist noch alle tot. Graserherz. Ich dachte schon Wächterherz. Mann, ich brauche doch ein Wächterherz. Kann ich ein Graserherz für zwei Wächterherzen eintauschen? Geht das denn nicht? Hier liegt so viel Zeug rum. Das sind alle Steine? Ich brauche eigentlich auch keine Lohe. Ich lasse es einfach mal liegen. Wir haben schon so viel, dass... Nee, wir brauchen es nicht. Wir brauchen es einfach nicht. So, hier Mutterherz. Ne, Mutterkrone sind wir hier. Okay. Trotzdem noch ein weiter Weg. Aber das kriegen wir schon hin, Leute. Auch wenn wir die Quest in dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr abschließen werden, werden wir es natürlich anstreben. So. Ich halte trotzdem auch schon nach Wächtern. Ich brauche dieses fucking Wächter jetzt. Das sind keine Wächter, das sind Plünderer. Ne, Graser. Graser, Graser, Graser. Aber Graser sind meistens auch Wächter, oder? Wenn nicht. Egal. Ich kann mich noch erinnern an die erste Folge, was glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich war die zweite. Wo wir auf die ersten Wächter gestoßen sind. Wir dachten uns so, boah, so geil, wir haben den nach 10 Minuten Kampf tot. Und jetzt denken wir uns, ach Wächter, was ist das denn? So, wir müssen da hoch, ehrlich. Da hoch müssen wir, ehrlich. Das Gute ist, da geht's hoch. Also, es sieht zumindest gerade so aus, als würde es da hoch gehen. Oder? Ella, kriegen wir das hin? Kommen wir hier irgendwie hoch oder muss ich da jetzt außen rumgehen? Ich hoffe mal nicht. Nee. Kriegen wir hin. So, Aloy hoch. Ja, siehste mal, Aloy. Die Climbing Queen. Alter, ich hab immer gesagt, Jump'n'Run ist voll unser Ding. Wir sind Jump'n'Run Master. ich will nicht wissen, wie viele Jump'n'Runs in diesem Spiel das Leben schwer gemacht haben. Oder besser gesagt, uns getötet haben. Hi. Ach, den kennen wir. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile.
Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Ist okay. Kehre zu Sona zurück. Ach ja, das war die eine Quest, wo wir die ganzen Aufträge für die gemacht haben. Ach so, naja. Ist sie jetzt noch in Meridian oder ist sie jetzt wieder schon im Heimatgebiet? Alles klar. Nee, wir werden den Weg gehen. Ich will einfach mal ein bisschen mehr von der... Das ist ein geiles Panorama. Dieser Aussichtspunkt hier. So, hier würde ich sowieso gerne mal Urlaub machen in diesem Land. Also ohne Maschinen, aber einfach mal in diesem Land. Kann jemand einen Themenpark machen und das alles hier nachbauen, bitte? Oder einfach mal nur mitten in der eisigen Natur. So, im Sinne von Kanada oder so. Oder Grönland. Oder Norwegen. So irgendwas. Mit so einem richtig geilen Hochsitz in den Klippen eines Berges. Wo man so richtig weit gucken kann. Das wäre doch geil, oder? Von sowas träume ich. Das ist schön. So, wir seilen uns erstmal ab. Risky Aloy ist wieder am Start. Hm? Aloy, alles klar? Ja. Mhm. Hui. Da geht schon weiter. Komm, Aloy. Aloy. Oh, Mann. Machst mich schwach. So, weiter geht's. So, ich halte immer noch auch schon nach Wächtern. Ich will diese fucking zwei Wächterherzen haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Da sind schon wieder Graser. Ich will die ganzen Graser nicht töten, obwohl das gibt XP. Komm, mal müssen hier sind. Auch schnell töten, fällt mir gerade auf. So, wegen dir, Kleiner, bin ich hier. Du hättest diese Herde verteidigen sollen, aber ich habe sie vor deinen Augen weggeschlachtet. So. Okay, grünes Zeug nehme ich einfach mal mit und das Rest der Team. Auch wenn das alles nur Spulen sind, die ich nicht brauche, Mann. Graserlinse, komm. Herz. War leider nur ein Graserherz. Mann, ich brauche fucking Wächterherz. Krieg ich für ein Graserherz auch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ein Panzerwanderer jetzt, dafür wird es auch eine gute Nora-Rüstung geben. Also mal so beiläufig bemerkt. So also ein Panzerwanderer würde ich auch angehen. Ein Panzerwanderer, wenn wir den finden würden. Aber dafür brauchen wir auch wieder ein Herz, das ist das Problem. Ein Herz zu bekommen ist nicht ganz so easy. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Herz aus so einem Tier zu bekommen? Ziemlich niedrig, habe ich so das Gefühl, oder? So. Ich finde das dann einfach so geil. Auch die Hintergrundmusik, die ist einfach so episch. Oh. Wir haben in den letzten Folgen, wo wir so viel Story gemacht haben und so viel Hauptquest, eigentlich gar nicht mehr auf die Landschaft geachtet. Was schade ist. Denn sie ist einfach mal... Seht euch das mal an. Das ist schon krass. Das ist geil. Das ist Lens Flair. Mega geiler Lens Flair. Ich bin ja sowieso so eine kleine Grafikhure. Ich... einfach... Ah, geil! Hier kommst du hoch, oder Aloy? Habe ich gehört? Ja, ist okay. Aloy, komm, lass dir Zeit, aber komm da irgendwann hoch, bitte. Ja, Aloy, du schaffst das. Ja, ist okay. Mhm. So, sind wir hier richtig. Und noch ein Jump, Aloy. Sehr schön. Mein Mädel ist das. So, Sona. Wir haben deine Aufträge nach in etwa über 80 Folgen später erledigt. 80 Folgen haben wir dafür gebraucht. War eine heftige Quest. Wir sind da hoch, ehrlich. Und wo? Da. Ich habe gesagt, wir werden diese Hauptquest nicht mehr abschließen. Oder diese allgemein diese Nebenquest werden wir nicht mehr abschließen, habe ich gesagt. Ich glaube doch. Ich glaube, das kriegen wir die Folge noch hin. Ich dachte, die ist aufwendiger. So, Sona. Mein alter Compadro. Oder meine alte Kompanin. So. Der wäre ja schon in die Schlachten des Todes gezogen sind. Jetzt sind wir uns hier wieder und wir machen mal die Quest des Anfangs. Hi. Ich habe deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. No problem, Sona. Everything you want. So. Was ist denn? Heißt wieder schon dran. Schnee. Mhm. Was sperren? Hier draußen wird es nicht wärmer. Falls Mutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten. Okay. Mach das mal. Ich sehe Panzerwanderer.
Ich will da hin. Nur noch die Panzerwanderer. Einfach mal ein Panzerwandererherz, das ist, was wir gerade brauchen. Entweder zwei Wächterherz oder ein Panzerwandererherz. Und dafür gibt es eine krasse Nora-Rüstung. Und ich will eine Nora-Rüstung haben. Ich will von jedem Volk eine Rüstung haben. Und wir werden uns auch auf jeden Fall die OP-Rüstung mal holen. Vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht in der übernächsten Folge. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber irgendwann bestimmt. Obwohl ich nicht mit der OP-Rüstung rumlaufen werde. Also ich werde sie mir zwar holen und im Gepäck haben, aber ich werde sie nicht so oft benutzen, weil wir kommen mit den anderen Rüstungen ganz gut klar. Und ich finde die OP-Rüstung gar nicht mal so stylisch. Mir ist der Style bei diesen Rüstungen sogar fast wichtiger, wie die Effekte, die man da drauf hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Habe ich schon gesagt, dass ich eine Grafikhure bin? Ja. Da spiegelt sich das wieder, ne? Wieder. Mhm. Oh, hi! Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Lass mal... Jetzt oder nie! Was? Was? Hä, was? Hä? Das waren fucking zwei Das kannst du mir nicht erzählen. Das waren zwei fucking Zersprengerpfeile und der ist tot? Der muss schon angeschlagen gewesen sein. Da kann nicht sein, dass der so... Nee, das geht nicht. Nee. Nee. Du brauchst mir nicht erzählen, dass der so schnell tot ist. Der muss schon einen Kampf vorher gehabt haben. Dass man ein bisschen runtergedamaged. Der kann nicht mit zwei Zersprengerpfeilen tot sein. Brauchst du mir nicht erzählen. War das alles in diesem Panzerwanderer-Areal? War's das schon? Und ja, war das mickrig. Wow. I'm impressed. Obwohl, das Panzerwanderer-Areal ist ein bisschen hier unten. So, dann gehen wir nochmal Richtung Panzerwanderer-Areal. Gucken mal, ob da ein paar andere Dulis noch sind. Denn ich brauche das Zeug. Wir sind schon im Panzerwanderer-Areal, ne? Hier ist einfach nicht mehr. Mann. Ich brauche doch ein Panzerwanderer-Herz. Oh, Mann. Gehen, das ist einfach mal so schön. Oh. Geil. Mhm. Mega. So, was ist denn auch in der Nähe hier, was wir noch machen können? Ah, da ist ja noch eine verdorrene Zone. Was ist das denn? Mhm. Verdorrene Zone. Haben wir denn irgendwo auch noch eine Quest? Das wäre ganz reizend. Panorama haben wir auch drin in der verdammten Zone. Okay, das bietet sich richtig gut an gerade. Hier ist ein Panzerwanderer-Areal, ist auch sehr schön. Gerade hier unten, alles klar. Wo ist denn eine Quest, die wir hier noch offen hatten? War da nicht noch irgendwo was? Hatten wir hier oben nicht irgendwo noch eine Quest offen? Warte mal, ich markiere das mal bei Quest, das geht ein bisschen schneller. Alles Waffenlager? Nein, Gang für die Loge, Zuflucht, hier war's. Wo war denn das? Das war hier unten. Und hier haben wir noch ein Panorama. Panorama will ich sowieso holen. Okay. Dann werden wir da mal das nächste Mal hinschauen. Okay. Alles klar. Wäre eine Idee. Können wir machen. Als erstes werden wir, glaube ich... Werden wir noch entscheiden. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Aber Leute, ich verdanke mich erstmal fürs... Zuschauen für euren mega heftigen Support. Elo, was ist denn los? ja, schön. Das ist schon wieder so ein Panorama der Hintergrund, ne? Das ist so schön, ich liebe dieses Spiel. So, Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja. Letzte Bewertung da und schreibt einen Kommi. Ich verabschiede mich mit einem tüftigen Rare und sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.